Hallo, ich melde mich mal wieder zurück mit einem neuen Video. Ich habe gestern nämlich nach Videowünschen gefragt und es hat sich auch jemand gemeldet und ich finde das Thema sehr spannend und darum dachte ich mir, greife ich das heute mal direkt auf. Und zwar geht es um das Thema Hassliebe. Ich kann nicht mit dir, aber auch nicht ohne dich. Ich muss sagen, so direkt persönliche Erfahrungen habe ich eigentlich nicht damit. Aber irgendwie schon, irgendwie war meine erste Beziehung ein bisschen so. Also, aber würde ich jetzt das alles so aufschlüsseln, das wäre sehr, sehr, sehr komplex und kompliziert und das Video würde auch viel zu lang werden und ich habe nicht so viel Speicher mehr auf meinem Handy frei. Da dachte ich mir, konzentriere ich mich eher darauf, eine andere Perspektive zu diesem Thema einzunehmen. Oder ich versuche einfach ein neues Mindset oder inspirierende Gedanken in diesem Video zu vermitteln, falls man gerade in dieser Situation ist und darunter leidet. Es kann natürlich auch sein, dass man das gut findet, weil das natürlich schon auch intensive Gefühle sind. Also wenn man jemanden hasst und dann auf einmal liebt man ihn wieder, kann ich mir schon vorstellen, dass das Gefühl von Liebe einfach viel extremer ist. Weil vorher das Gefühl der Liebe eben abwesend war und dadurch nimmt man das wahrscheinlich verstärkt wahr. Das ist die Entscheidung, liegt ja auch immer an einem selbst, ob man so eine Art von Beziehung führen möchte oder eben nicht. Dementsprechend, wenn du diese Art von Beziehung führen möchtest, bitte kannst du das natürlich tun. Wenn du aber gerade so ein bisschen vielleicht unsicher bist, ob du das willst oder nicht, dann könnte dieses Video eventuell interessant für dich sein. So, wo setze ich am besten an? Das Thema Liebe finde ich grundsätzlich so ein bisschen schwierig, weil also dieses Wort wird irgendwie in dieser Gesellschaft oder sagen wir auf der Welt komplett unterschiedlich angewandt und jeder gibt diesem Wort eine unterschiedliche Bedeutung. Für mich ist das grundsätzlich so, tiefe Liebe kann ich erst empfinden, wenn ich mich liebe, wenn ich mich selbst liebe, wenn ich dieses Gefühl von Liebe in mir spüre, dann kann ich das auch für andere Menschen empfinden und dann blende ich das tatsächlich aus. Also ich bewerte einen Menschen nicht mehr. Normalerweise ist es so, du siehst einen Mann oder eine Frau und denkst so, wow, sieht gut aus oder tut dies und das, was dich beeindruckt und dann, das ist ja ein positiver Gedanke und dann kommt das Gefühl der Liebe, weil es eben so ist, dass die Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, die lösen mal unsere Emotionen aus. Kommt manchmal auch ein bisschen später. Es ist nicht so, wir denken was und dann ist sofort das Gefühl da. Das kann halt auch verzögert kommen, aber es kommt. Dementsprechend denkst du etwas Positives über eine Person, empfindest du eine positive Emotion. Ob das dann direkt Liebe ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber denkst du, bäh, der ist ja hässlich, bäh, der macht das und das, das finde ich blöd und scheiße. Dann empfindest du ja eher sowas wie Abneigung. Das heißt, wenn du jetzt in einer Beziehung mit einem Menschen bist, dann liebst du ihn wahrscheinlich nicht auf einer tieferen Ebene, sondern du hast eine Idee von diesem Menschen. Und wenn er dann halt nicht so, so handelt, wie du es erwartest, dann empfindest du eben Abneigung ihm gegenüber. Da kommt eben das Gefühl von Hass. Dann tut er vielleicht etwas, was du erwartest, erfüllt vielleicht zum Beispiel ein Bedürfnis, was du hast. Handelt so, wie du es dir wünschst, dann empfindest du eben wieder Liebe. Und das ist, glaube ich, dieses Spiel dann zwischen ich kann nicht ohne dich, aber ich kann auch nicht mit dir, weil du diesen Mensch nicht in der Tiefe liebst. Also du liebst nicht den Menschen, du liebst dieses Bild, was du von ihm hast, diese Vorstellung oder Idee. Und ja, er handelt dann mal so, wie du es möchtest, und dann handelt er nun mal auch mal so, wie du es halt nicht möchtest. Das ist halt menschlich, ne? Wir Menschen sind halt so variabel, Beziehungen sind variabel, das ist nichts Absolutes. Wir können unsere Persönlichkeit verändern, wenn wir Lust darauf haben. Entweder machen wir das bewusst oder wir machen es unbewusst. Das ist eben auch nochmal so eine Sache, ne? Wie bewusst bist du? Wie differenziert beobachtest du dich selbst? Beobachtest du deine Gedanken? Bist du mit deinen Gedanken komplett identifiziert? Dann bist du so einer Situation maßlos ausgeliefert. Und dann kommst du da natürlich auch schlecht raus, weil du nicht weißt, was da gerade so passiert. Und dann bist du hin und her gerissen, du fühlst dich voll gut und dann in dem anderen Moment wieder voll scheiße, aber dann wird es ja wieder gut. Und da du auch die Erfahrung gemacht hast, ah, es
es wird ja auch irgendwie wieder gut, du fühlst dich mit dieser Person auch wieder gut, kannst du dich von ihr auch nicht unbedingt lösen, weil du dich auch abhängig von diesem positiven Gefühl gemacht hast. Also es ist auch ein bisschen eine Frage des eigenen Selbstwerts. Wie sehr liebt man sich selbst? Und ja, ich bin ja sowieso ein Fan davon, erstmal, bevor man in Beziehungen reinspringt, sich erstmal mit sich selbst sehr zu beschäftigen und ein gutes Fundament zu schaffen, mit dem man selbst zufrieden ist, also selbstzufrieden mit seinem Leben zu sein und ja, nicht in diese Bedürftigkeit hineinzugleiten. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das schwierig, wenn man Filme sieht und auch diese ganzen Liebesbücher. Man saugt diese Informationen auf und bekommt auch so eine Idee von Beziehung, wie es sein muss. Und vieles wird ja auch so auf diese körperliche Ebene geschoben. Ich versuche mich da für mich zu differenzieren, davon abzukapseln, weil ich weiß, dass mich das nicht glücklich macht. Weil wenn ich diese romantischen Vorstellungen habe, dann kann es sein, dass der Mann das auch mal erfüllt, aber wird es nicht immer erfüllen, weil das einfach normal ist. Ein Mensch ist ja keine Maschine und kein Roboter. Der hat ja auch mit seinen Gedanken und Emotionen zu hadern. Kommt vielleicht mal mit einer Situation von außen nicht klar und schon ist er im Stress und reagiert anders auf mich. Das sind halt so verschiedene Komponenten. Darum ist das für mich ganz wichtig, dass ich mit mir selber alleine klarkomme und mein Glück nicht von einer anderen Person abhängig mache. Und ja, nicht immer dem Glück hinterherlaufe oder immer auf der Suche nach Liebe bin, sondern dass ich die Liebe in mir spüre, dass ich das selber fühlen kann, ohne dass ich meine, jemand anderes müsste mir das halt geben. Das ist für mich ganz wichtig, um dann wirklich eine harmonische und friedvolle Beziehung führen zu können. Weil für mich, jeder muss ja selber entscheiden, was der Sinn des Lebens ist. Für mich ist es, mich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Für andere vielleicht ganz viele Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen zu sammeln, auch mit negativen Emotionen verbunden. Ich habe aber für mich jetzt entschieden, ich habe genug negative Emotionen gesammelt. Ich kenne ganz viele negative Gefühle. Ich möchte jetzt viele schöne Gefühle erleben. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht schreibe ich nochmal einen Blogbeitrag darüber, weil ich das echt spannend finde. Letztlich ist das alles hier im Kopf. Das muss man sich nur klar werden, dass man die ganze Psyche, dass man sich damit alles, alle Probleme, alles selbst erschafft. Alles, auch die Bedürfnisse, alles passiert hier. Ja, okay. Falls ihr noch Videowünsche habt, dürft ihr das auch gerne weiterhin äußern. Nicht, dass ich keine eigenen Ideen mehr habe, aber ich finde es auch ganz schön, mal auf eure Impulse einzugehen. Das macht mir auch Spaß. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann, habt eine gute Zeit.